Hallo, da sind wir wieder, Pepa und Gitte. Wir spielen Venetica und sind immer noch in den Katakomben des äußeren Bezirks. Und zwar geht es darum, die Brackläuferkönigin Zu besuchen. zu beseitigen. Wir sollen sie beseitigen, weil sie viel zu viele Junge macht. Also das geht ja nun nicht. Die bevölkern jetzt hier die äußeren 8 Katakomben und machen die sehr unsicher für Menschen. Guck mal, was ist hier? Waren hier Mammuts? Ganz schön Die dicke Knochen Knochen sind ganz schön hier. groß, wa? Ja. Kann man schon verstehen, dass sie die zum Teil auch als Waffen benutzt haben. Oder wie Keulen. Mal gucken, bin ich denn hier richtig? Ach, hä? Falsche Taste. Ach, sag das doch Hier, nicht. ich muss hier Das rechts passiert ja ab. so gut wie nie. Rechts ab, da geht's lang. Flups. Oh. So. Die hat aber einige Kinderlein, hä? Das heißt einige. Naja, was ich hier so sehe. Und? Ich meine, was wir jetzt gerade machen, ist, wir rotten die aus. Wenn wir die Königin töten, dann ist es natürlich zu Ende mit den Brackläufern. Es soll angeblich Leute geben, die sich davon ernähren, von diesen Brackläufern. Aber es ist Meinst eine du? Beute, die sich wehrt. Aber das tun ja auch viele. Ich meine, ein Büffel wehrt sich auch. Der möchte auch nicht unbedingt abgemurkst werden, um dann am Grill zu landen. Ha? Komm, ich will nicht alle auf einmal haben. Aua! 94 hat er dir zugefügt und hat dich zu Boden geworfen. Also wenn er einen richtig vollen Angriff Hä? bekommt und dich zu Boden Ah. werfen kann, dann Warum bist habe ich denn wieder nichts in der Hand? du hast wahrscheinlich, als du umgeworfen bist, deine Waffe Der hat mich aus der Hand umgebracht. verloren. Ja. Der hat mich ganz einfach umgebracht. Ja, er Wie hat dich das denn so umgebracht. schnell? Ja, ich sehe es an den Violetten. Ja, ich sehe es auch. Ich habe Du nur hast jetzt mehr nur noch einen ein. Du violetten hast jetzt noch Dings. ein Leben. Ich weiß nicht, wie das schaffen wir, das damit die Königin umzubringen. Aber vielleicht schafft es. So ein Ding. Bin ich jetzt schon zweimal gestorben bei den Parkläufern? Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass die gefährliche Gegner sein Das ist können. nicht in Du, sie sind Ordnung. eigentlich, so wie es aussieht, wenig aggressiv, aber wenn man sie angreift. Nö, wenn man hier nur in die Nähe kommt. Ja, behaupten sie einfach, das ist ihr Territorium. Sind ja schon wieder zu zweit. Nee, nee, nicht zwei auf einmal. Ich meine, du könntest auch mal was zu dir nehmen. Das würde ich mal machen. Ich würde mal Ja, das sollte was ich. essen oder so. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich sollte mich doch mal wieder zumindest erfrischen. So, wir essen jetzt die ganzen Pilze auf. Was wir so alles mit uns rumtragen. Was ist das? Nö, Teufelshut? dann würde ich Nee, jetzt nicht das ist nicht unbedingt. so Nö. gut. Fliedertau. Oh ja, bringt 20 Gesundheit. Ja, her damit. Das sieht außerdem so hübsch aus, finde ich. Hat eine So. schöne Farbe. Ah, gut. Der nächste, bitte. Den haben wir noch nicht ausgenommen hier vorne. Das war jetzt. Der hat dich jetzt auch wieder erwischt. Und wenn du jetzt nicht aufhörst, bist du gleich wieder tot. Eieiei, Ja. Mann, wenn die einen Du erwischen. bist rein in den richtig, Boah. richtig reingelaufen. Und dann Ja. hast du ihn auch überhaupt nicht getroffen. Ja, ich habe wieder zu früh zugeschlagen und dann hat er natürlich Gelegenheit zuzubeißen. Genau. Schon klar. Dann verlierst du auch mal gleich Aber deine das Waffe. Timing ist gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, dass es nicht einfach ist. Aber ich würde an deiner Stelle jetzt mal wieder was essen oder wie auch immer. Du überlebst es nicht. Ja.
wir essen jetzt unsere ganzen kleinen Vorräte auf. Aha. Und dann gehst du raus und kaufst neue. Ja. Denn so wie du im Augenblick aussiehst, könntest du ja der so Königin wir wirklich nicht entgegenkommen. Keinen Blumentopf gewinnen. Ja. Aber wir haben sowieso zu viel von dem Futterzeug, das muss sowieso. Man kann nie genug haben, wie man sieht. Ja. Wir brauchen mal ein bisschen Übersicht bei unseren Futtervorräten hier in unserem Inventar. So, noch ein Schinken hinterher. Dann passt's wieder. So, dann speicher mal. Noch lebst du. Noch lebe ich. Das Blöde ist natürlich, dass du jetzt hier auch deine Schattenenergie überhaupt nicht auffüllen kannst, weil du ja eigentlich nicht mit deinem... Ja, hier kann ich nicht mit der Schattenklinge arbeiten. Das macht gar keinen Sinn. Also, Konzentration. Nicht wieder zu früh zuschlagen. Du bist jetzt wieder tot. Warum hast du das vorher so gut hingekriegt und kriegst das jetzt nicht mehr hin? Und da hinten wartet schon der nächste, also an der Stelle. Ja. Würde ich mir mal überlegen, musst du mal genau gucken, was du da falsch machst. Ja, das Timing stimmt nicht. Das war doch am Anfang immer so gut. Ich habe nach dem ersten Schlag, habe ich jetzt zu lang gewartet, bevor ich den zweiten angebracht habe. Mhm. Naja, man kann verstehen, dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, weil das ist ja auch ein schwerer Hammer und so. Ja, aber da warten auf jeden Fall noch mal zwei wenigstens. Hä? Nee, Dämmergünstler wollen wir ja nicht essen. Den musst du ja verarbeiten. Wieso bin ich denn jetzt so weit runtergekommen? Wie? Was haben wir hier? Trockenobst, auch gut. Wenn du schon mal dabei bist, haben wir Dämmergünstler, kannst du ja verarbeiten. Na egal. Ja, da haben wir nicht so viel. Nee, ich meine ja nur, dass ist den, wirklich. Wir haben noch einen gefunden. Nicht, dass du den aus Versehen isst. Ja, den können wir sowieso gleich mal verarbeiten. Hast recht, bevor ich den aus Versehen noch. Zwei haben wir sogar. Waldtrank, ja. So ist so, weg. Was haben wir hier noch? Juwel, Schatzkarte, Steinlilie, damit können wir nichts anfangen, also weg damit. Speichern. Denn jetzt wird's langsam eng. Ich mach mal einen neuen Stand. Sagt ja nichts. Das würde ich auch sagen. Ach, ich muss ja auch noch auffüllen. Sie macht es spannend. Licht schon wieder aus, Mensch. Mann, Wurst und was wir so alles haben hier. Hä? Ach so, halt da hinten war doch noch einer, den ich noch nicht ausgeweidet habe, oder? Wenn er nicht mehr da ist, dann hast du noch ausgeweidet. Ah, komisch. Na gut. Aber hier ist auf jeden Fall noch einer. Hier ist einer, ja. So. Das scheint sie zu sein, ne? Ja. Ja. Na gut, da bin ich jetzt gespannt. Und noch ein Brackläufer. Ja, natürlich. Kinder hat sie ja noch. Worauf wartest du noch? Weiß ich nicht, warum du immer wartest. Jetzt kommt wieder ein Brackläufer. Ja. Weil den musst du als erstes zuerst weg. Ja. Mann, der bringt dich wieder um. Ich weiß nicht. Das war's. Mann. Das war das letzte Leben. Ja. Nee. Ich
Ich weiß ja nicht, aber du warst ja schon mal besser. Ja. Jetzt bist du ja drin in diesem Dreh, dass du jetzt genau diesen Rhythmus hast, der absolut nicht der richtige Rhythmus ist. Ach so. Jetzt ist die Lampe wieder leer. So. Ein bisschen was sehen sollte man hier schon. Ja. Kann man uns das mal so hier wiederholen? Okay. Ja, man nimmt sie immer so leicht. Bringen ja nur 50 Punkte oder wie viel? Ja, ja. Aber. So. So, also. Nochmal. Naja. Weg. Ja, weglaufen, dann kommt hinter dir her. Die kommt hinter dir her, der Brackläufer auch. Ist immer blöd, wenn man es nicht so richtig sehen kann, aber. Und jetzt auf. Ich fahre hier mit meinem Stuhl durchs Zimmer. Ich weiß, du. Ist egal, wir hören, wenn man einen großen Knall hören, dann war es bitte her. Ich bin das Bücherregal gestürzt. Ist. Ja. Na. Ist sie weg? Jetzt ist schon wieder dunkel. Nee, die ist noch Mensch. Da. Nee. Egal. Oh Mann. Kannst du nicht mal speichern, ehrlich. Ja. Das hast du jetzt richtig spannend gemacht. Uiuiui. Ich glaube, als nächstes sollten wir uns wirklich mal darum kümmern, dass wir dieses Ding aufwerten. Was ist das? Leuchtkörper. Das sind gleich die viele. Laterne, die halten wahrscheinlich auffüllen. Länger. Sieht gut aus. Tja, ist auch nichts anderes wie das, was die normalen hergeben. Ja, natürlich, aber es sind halt mehr. Ach so, das kann sein, dass das länger, etwas länger Fall, hält. Ja. Tja, mehr ist hier ja auch nicht. Sieht komisch aus, der Stein, aber davon gibt es mehrere. Also wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir mal die Klinge verbessern dann. Ja. Gehen wir mal zu Matteo. Ja, sicher. So, aber jetzt lass uns doch mal gucken. Auf die Karte. Wir haben ja eine Schatzkarte und vielleicht. Ja, ja, ich gucke mir das hier oben den noch Rest dann nochmal an. Hier? Aber da oben wir können waren schon wir mal auf die Dinge, auf die. Ja, da oben haben wir auch noch einiges. Ja. Da haben wir. Ja. Und dann geht's hier unten noch hier rüber. Siehst du das? Ja. Da gibt's noch einiges. Mhm. Was haben wir hier? Das ist der äußere Bezirk. Ach, das ist unser nächstes Ziel jetzt, wenn wir da rauskommen, jo. Um die Belohnung abzuholen. Na gut. Dann guck. Da war ich doch schon, oder? Oh, jetzt hat es mich aber völlig aus der Richtung gehauen. Ich will nur die Karte hier fertig zeichnen, weil da ist noch völlig dunkel auf der Karte und das ist nicht gut. So. Wo war hier der Ausgang? Ja. Geradeaus und links. Genau, da geht's raus. Du bist erstmal raus. Und dann, jetzt gehe ich erstmal raus und dann guck mal auf die Schatzkarte. Okay. Ja, wir sind ja immer noch im Durchgang. So, jetzt sind wir hier raus. Gut, Schatzkarte. Die äußere Katakomben. Ja, gleich. Genau. Wir sind ja da. Ja. Das ist exakt die Stelle. Wir sind gerade raus und dann ist rechts so eine Beule. Hier ist dieses Rondell. Hm.
Diese Beule hier. Mal gucken auf unsere Karte. Auf die richtige Karte jetzt. Karte gucken. Hier, nee. Du musst zurückgehen, da wo die Beule ist. Ja, wir sind schon zu weit. Ja. Genau. Das ist die Beule da. Sag mir doch, dass wir das schon überwunden hätten, dieses runde Dings da. Jetzt verstehe ich nur mehr Bahnhof. Ach so, ja. Ich muss den Gang noch zurück bis zu dem. Bis zu dieser Verdickung. Hier. Guck mal mit deiner Ding, mit deiner großen Weisheit. Mit deinem, was immer du hast. Mentale Energie. Ich sehe hier aber nichts. Nö. Sind wir an der richtigen Stelle? Wir sind hier. Schatzkarte. Oder gibt's hier noch mehr solche Rondells? Ja, das könnt ihr da oben noch. Schatzkarte. Hallo, Schatzkarte. Nee, das ist genau hier. Das muss hier sein. Ja, dann haben wir es vielleicht entweder schon gefunden oder was weiß ich. Braucht man da was dazu? Ja, das weiß Eine ich Schaufel? Nicht. Spitzhacke? Keine Ahnung. Wirklich. Müssen wir mal bei den Händlern gucken. Sowas gibt. Also ich finde jetzt jedenfalls nichts. Nein, hier ist nichts. Also für gehen uns wir jetzt erstmal weiter. Wir müssen aber dran denken, ja, die Schatzkarte haben wir ja. Insofern können wir es gar nicht so leicht vergessen. So, jetzt sind wir wieder hier. Da brauchen wir nicht mehr reinzugehen, da waren wir schon ein paar Mal drin. Nee. Aber es ist trotzdem kürzer. Wie? Wenn wir jetzt auf der anderen Seite lang gehen. Wenn wir jetzt einfach hier rundum gehen und dann hier lang. Wie hier lang? Na, hier, da hinten lang. Ach, ich dachte, du wolltest zurückgehen. Ah, da geht es nicht weiter. Naja, ist doch kürzer, wie wenn wir den ganzen Weg hier rumgehen. Ja, klar. Ja. Und da haben wir hier noch ein offenes Ende und da ein offenes Ende. Also kein Problem. Gehen wir mal hier rum. Verschwinden die Schatzkarten aus unserem Bestand oder bleiben die drin, wenn wir den Schatz gefunden haben? Ich habe keine Ahnung. Das werden wir sehen, wenn wir den ersten Schatz gehoben haben. Okay. Ja. Da ist doch schon wieder so ein Mistvieh. Ja. Ich mag die nicht. Eigentlich hast du die relativ gut bearbeitet, bevor du angefangen hast, Angst vor ihnen zu haben. Ja. Ja, die Angst. Zu langsam. Ja, die Angst hast du zum ersten Mal gehabt. Als er dich eine umgebracht hat. Bis dahin hat dich auch kein einziger in Gefahr bringen können. So richtig. Jetzt hast du kein Leben mehr. Du bist ja hoffentlich darüber im Klaren, ja? Ja. Also ich würde an der Stelle die blöden Dinger jetzt meiden und so schnell wie möglich raus. Die kann man nicht meiden. Naja, gut, man kann sehen, dass man da an denen vorbeiläuft. Man kann relativ schnell an denen vorbeilaufen. Ja. Man muss jetzt nicht jeden Einzelnen als Feind annehmen. Dafür, dass du da so dein Leben... Sie lohnt sich ja eigentlich überhaupt nicht. Ach so, ist aus. Na gut, dann werde ich erstmal meine Lampe wieder füllen. Das ist lästig, das hält ja nur wirklich nicht lang. Okay, Karte gucken. Nee, ich muss an dem vorbei. Ja, aber ich muss da hinten lang, ich muss den umhauen. Ja, wie du willst. Was denn? Ich muss an ihm vorbei, direkt vorbei. Ich muss da lang.
Na nee. Gut, wie du meinst. Doch nicht. Ja. Nee, musst du nicht, aber es macht ja nichts. Wenn es dir so viel Spaß macht, kannst du es gern tun. Ich will dich doch nicht dran hindern. Da bin ich. Ja. Ich dachte, ich müsste hier die Planke entlang. Nein, das musst du nicht. Das ist ja das Gute an denen, dass sie auch stehen bleiben und nichts tun. Die Minimap falsch interpretiert. Ich habe mich nur gewundert, was du da interpretierst. So, ich muss ja da hinten rechts lang. Ja, ja. Ja, da muss ich lang. Da jetzt kommst du an einen vorbei. Oder ist noch einer? Das sind zwei. Jetzt sag ich Warum doch. Sind hier noch zwei? Ich habe die doch alle weggemacht. Du musst aber da jetzt nicht langlaufen. Du kannst links laufen. Da musst du Nein, wir müssen doch hier hin. Ach so, du wirst erst mal da dahin. Stehen Na, die. Gut. Mach's. Alles klar? Ja, gerne. Vielleicht sollte ich mal was essen. Oh. Gibt ja noch genug Brot. Trockenobst ist gesund. Trockenobst ist viel zu gut für die Dinger. Für die Brackläufer. Also Brackwasser ist richtig etwas komisch. So richtig gut schmecken können die eigentlich auch nicht. Nee. Die schmecken bestimmt nach Brackwasser. Bestimmt. Na ihr. Kommt der nächste. Ja, siehst du. Eins, doch. Zwei, drei. Mit ein bisschen Konzentration und ohne Panik geht das gleich viel besser. Man muss nur seine Panik vergessen. Ja, schon gut. Ja. Ich glaube, da hinten unten waren wir schon. Dann gehen wir hier geradeaus weiter. Ja. Und wo geht's hier hin? Hier soll man dann wieder sehen. Nach rechts und nach links. Nee, du musst richtig. Ich glaube, du musst nach rechts gehen, ne, oder? Hier waren wir auf jeden Fall. Ah ja, hier waren welche, die haben wir geschlachtet, sind dann aber wieder zurückgegangen. Deswegen ist die Kiste hier offen. Genau. Ach, ich dachte, hier wäre was. Da hinten steht schon wieder einer. Jetzt hast du es nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube, du musst nach rechts gehen. Ich glaube, du musst nach rechts. Ja, ich laufe jetzt eigentlich nach links. Weil ich bin eigentlich hier links lang. Eigentlich ist es ja auch egal. Weil wir beides noch nicht kennen. Wir sind hier rechts gegangen. Ja, das kennen wir auch noch nicht. Hier. Das kennen wir noch nicht. Ist eigentlich egal. Wir können jetzt erstmal links. Wir sind hier gekommen und sind hier runtergegangen. Und deswegen kennen wir den Teil auch noch nicht. Deswegen ist hier auch noch frei. Ich gehe erstmal hier gucken. Ja, das ist auch noch eine Truhe, die wir noch nicht aufgemacht haben. Wo? Na, da hinter dem Brackläufer. Ach, hinter dem hier, ja. Ja. Das stimmt. Und der ist bestimmt wieder nicht allein, wie ich die kenne. Nee, aber... Und ja. Na. Da ist eine So Dings geht hier. Das doch. Und ein Blümchen haben wir hier wieder. Der mag ja wahrscheinlich, oder das was? Links. Erst mal gucken, wo der andere ist. Ja, ich wollte nur... Gucken, wo der andere Welche ist. Andere? Was ist das denn? Brackläufer, meine ich. Der steht wo der da andere gerade Brackläufer, aus. Der ist da hinten. Ja, ja. Noch ist er relativ friedlich. Hä? Na. Auf jeden Fall erstmal umhauen, bevor du die Truhe anguckst. Ja, wenn der mir in den Hintern beißt, während ich mich mit der Truhe beschäftige. Das wird Auer gesagt. Hat er? Klang so. So, jetzt ist die Truhe fällig. Ach, die schon so wieder. So eine. Gelb. Grün. Grün.
Gelb. Gelb, grün, grün, rot, rot, blau. Gelb, grün, grün, rot, rot, blau. Was? Dankeschön, Kumpels. Und wieder Besteck und ein Kurzschwert. Na, das bringt aber ganz gut das Geld. Das bringt ganz gut Geld, ja. Können wir uns gar nicht beklagen. Na, du siehst auch nicht mehr so richtig gesund aus. Nö, ein Bett wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Musst du hier aber nicht finden. Was haben wir denn hier? Eine Leiche, oder? Ja, und ein Boot. Das kaputt ist. Eine Leiche? Nee, ich weiß nicht, ob es eine Leiche ist. Könnte eine Leiche sein. Nee, aber es ist, glaube ich, nur Holz. Das ist nur ein Stück Holz. Naja. So, wo geht's denn hier hin? Das werden wir dann sehen. Müssen wir doch wissen. Ach, immer diese Geräusche. Zwingen mich immer zu speichern. Findest du die unheimlich? Ja. Das Knistern kommt wahrscheinlich von diesen Bratläufern. Ja. Hier ist eine Truhe. Ja. Oh ja. Mehr sehe ich nicht. Soll mir recht sein. Klar, dass sie jetzt kommen. Das sah schon so aus. Blau, rot, grün, rot, rot, blau. Blau, rot, grün. Blau, rot, grün. Rot, rot. Rot, rot. Und blau. Und blau, glaube ich, war das letzte. Ja. Die können sich doch mal kürzer fassen, oder? Naja, wenn da zwei Schlösser dran sind, dann dauert es immer ein bisschen länger. Naja. So, war da draußen nicht noch eine Truhe? Kann ich sehen, war das für ein Ding hier, so eine Vase? Ja. Oh. Ui, für 11 Dukaten kann man schon mal ein paar Schritte zurücklaufen. Goldring, auch gut. Müssen wir schon wieder diese Laterne füllen? Ja. Mhm. Diese Brackläufer taugen nix. Die Beleuchtung hier taugt auch nix. Und? Münze. Karten. So, der will vermutlich keine übergebraten kriegen. Das wird dem schätzungsweise ziemlich egal sein. Dem dürfte das völlig egal sein. Hallo, du da. Mhm. Oh, kann man aber nichts machen. Man kann nicht mit ihm reden. Nö. Und ansonsten sehe ich hier auch nichts weiter. Nö. Na gut. Schwimmbad oder was? Ja. Ist allerdings nicht besonders viel Wasser drin hier. Zum Schwimmen reicht's. Ja. Wie man gesehen hat. Vorsichtig nach rechts und links linsen. Zugemauert. Ja. Da braucht man gar nicht draufklopfen, das haben wir schon probiert. Und hier Quartier der Schattenflügel.
Wir haben das Quartier der Schattenflügel. Ach so, das ist ja eine von den... von einer der... Von den Gilden, wie man es... Ja, genau. Da werden wir doch mal speichern, hä? Ja. Die Schattenflügel sind die... ja, das sind die, denen es egal ist, ob gut oder böse oder wie auch immer. Hauptsache ist lukrativ, ne? Ja. Wir müssen uns nur merken, dass wir hier unten wieder weitermachen müssen. Ja. Wir machen ja sowieso Schluss. Wir können auch mit denen reden und dann sehen wir ja. Es sei denn, wir sehen jetzt noch keinen, dann reden wir nicht mit denen. Dann hören wir erstmal auf. Doch, jetzt kommt erstmal. Nach diesem Film oder was? Die Einführung. Ich? Ja. Ah, diejenige, die wir beobachtet haben. Ach so. Unbestreitbar. Ein weiterer Held, den man losschicken kann. Schnell und furchtlos. Aber versteht sie den Umgang mit der Klinge? Und kann sie leise sein? Wenn Stille erforderlich ist? Und wird sie gehorchen, ohne zu fragen? Oh, nein. Die Zeit wird es sicherlich zeigen. Aber wird sie ihr Leben für die Erfüllung einer Aufgabe geben? Versagen mit Blut bezahlen? Den Gefahren trotzen? Grimm, musst du nicht etwas im Keller erledigen? Tja, das werden wir dann sehen, ob sie das alles kann. Und zwar in der nächsten Folge, stimmt? Ja. Okay. Genau. Bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Thank you.